Ahoi, liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind hier bei Vika Vans, in Klammer Hannes Camper, und wollen euch ein nagelneues, tolles Fahrzeug vorstellen. Genau, nämlich den Vika Van. Und wann geht's da los? Nach dem Intro. Ich habe mir hier Verstärkung geholt, nämlich jemand, der sich auch mit den Vika Van 660 auskennt. Und also den Vika Van 60 so gesagt auskennt. Das ist nämlich der Volker. Ihr seid für den Stuttgarter Raum zuständig. Genau. Das heißt, der Vertriebspartner hier, falls ihr euch für so ein Fahrzeug interessieren solltet. Aber ich würde sagen, wir wollen uns das Fahrzeug natürlich anschauen. Volker, was ist das Besondere am Vika Van? Kannst du uns da so ein bisschen was dazu zeigen? Ich sag mal, Besonderheiten oder was ihr halt auch für dieses Fahrzeug halt besonders, was das Besondere an dem Fahrzeug ist. Kann ich gern machen. Also wenn du so auf den ersten Blick schaust, hast du ja das Gefühl, das ist ein sehr, sehr klassischer Van. Klassischer Grundaufbau. Wir wissen, wo die Dinette ist, wir wissen, wo das Badezimmer ist. Auf dem 6 Meter haben wir natürlich einen Querschläfer hinten. Die Unterschiede findest du wirklich im Detail. Also wir verfolgen da wieder unser All-Inclusive-Konzept. Ah, okay. Das heißt, wir starten sehr gerne mit Fahrzeugen, die wirklich reisefertig sind. Mhm. Wir sind keine Freunde von sehr langen Ausstattungslisten, wo du von vornherein das Gefühl hast, ey, ich muss ja doch jedes zweite Ausstattungsmerkmal ankreuzen, damit es ein Van ist, der wirklich zum Reisen geeignet ist. Und was ist das so an Ausstattung? Also wollen wir ins Fahrzeug mal schauen und uns das mal anschauen, was ihr da so genau verbaut habt? Wir können gerne mal reingehen. Ja, bitte. Geh du vor. Ich glaube, ich setze mich mal hin. Genau, dann setzen wir uns beide. Setzen wir uns ganz bequem hin. Was sind so Besonderheiten bei uns im Fahrzeug? Also was ich wirklich gerne hervorhebe, da ich Camper von Leidenschaft bin und das auch gerne ganzjährig nutze, sind die Dinge, die man nicht sieht. Und die verbergen sich nämlich zum Beispiel hier hinter diesen schönen Mesh-Verkleidung. Das machen wir nicht, damit es einfach nur schön aussieht. Es fühlt sich auch gut an. Aussieht. Genau. Ja. Also Haptik ist bei uns auch ein großes Thema. Aber dahinter verbirgt sich halt eine 25 mm Armaflex-Isolierung. Das heißt Winter geeignet oder wintertauglich oder winterfest? Wie sagt man es? Wintergeeignet. Wintergeeignet. Ah, ja, okay. Wir haben alle Seitenwände, die Decke, den Boden haben wir isoliert und haben zum Beispiel auch den Abwassertank isoliert. Aber der Abwassertank ist nicht beheizt. Und winterfest sagst du ja wirklich, wenn du bei minus 20 Grad permanent draußen stehen kannst, deine Heizung automatisch anspringt, dass die deine Leitung einfrieren. Soweit sind wir nicht. Aber in einer normalen Nutzung, das heißt, ich reise, ich bin täglich an meinem Mobil, ich bin vielleicht zum Skifahren und komme abends zurück, ist das sehr prima. Das heißt, so Minusgrade bis 10 Grad gehen schon noch, oder? Die gehen vollkommen unproblematisch, weil die Gasheizung, die wir hier eingebaut haben, das ist die neue Dometic übrigens, eine 4 kW-Heizung, die ist leistungsfähig. Also ich finde es immer das überraschend kuschelig in so einem Kastenwagen, wenn die Heizung richtig am Laufen ist. Also das ist nicht das Thema. Ich finde, Isolierung hat aber auch einen Riesenvorteil im Sommer. Das vergisst man immer so gerne. Ja, die Wärme bleibt draußen. Genau, wenn du nämlich bei 30 Grad in der Hitze stehst, irgendwo in Kroatien, in Südspanien. Und da hatten wir dieses Jahr sogar bis zum November in Malaga 30 Grad. Ja, da war es einfach klasse, eine gute Isolierung zu haben. So, und dann von der Technik her, was habt ihr noch? Gibt es Solar? Wie sieht es mit Lithium aus? Ja. Sowas in die Richtung? Das lassen wir gerne als Wahlmöglichkeit für unsere Gäste. Das sind tatsächlich die wenigen Optionen, weil ich finde, das hat einen sehr individuellen Bedarf. Wie viel Solar brauche ich? Wie viel Energiespeicher brauche ich wirklich? Habe ich E-Bikes dabei, die ich permanent laden will oder nicht? Wir bieten als ein Ausstattungspaket, ein Elektropaket an. Da ist nur eine 140 Watt Peak Solarplatte oben auf dem Dach und du hast noch einen 2000 Watt Wechselrichter, damit du autark halt auch die 230 Volt Steckdosen nutzen kannst. Ja? Wo wir beim Thema jetzt Steckdosen sind, wie sieht das so aus? Weil wir haben ja alle Smartphone und was weiß ich für technische Geräte. Habt ihr USB? Wie viel habt ihr? Ja, da ist es immer fast schwer dran zu bleiben. Ja? Also lange haben wir als Camper gesagt, du brauchst unbedingt USB. Heute sagt jeder Zweite, was soll ich mit USB? Ich brauche USB-C. Richtig, genau. Und wir sind da halt den eierlegende Wollmilchsau-Weg gegangen. Ah, okay. Du findest bei uns überall Steckdosen, sowohl hier unter der Dinette, im Küchenbereich und auch hinten im Schlafbereich. Da hast du sowohl USB als auch USB-C. Also es sind immer doppelte Dosen? Immer doppelte Dosen, und USB, jetzt USB-C, dreimal. Drei. Ebenso hast du
dreimal die 230-Volt-Steckdosen direkt dort neben, plus eine 230-Volt in der Heckgarage, zum Beispiel, um E-Bikes zu laden. Und wir haben auch klassisch immer noch die 12-Volt-Steckdosen, weil auch da gibt es Spezialanwendungen. Weißt du, es gibt ja teilweise Kaffeemaschinen, die auf 12 Volt laufen. Ah, okay. Und die kriegst du nicht über USB betrieben. Deshalb haben wir gesagt, komm, da kommt es jetzt auch nicht drauf an, machst du ein, zwei Dosen mehr rein und dann sollte wirklich für jeden etwas dabei sein. Jawohl. Wir sitzen jetzt hier in einem Fahrzeug mit Aufstelldach. Ja. Das ist im Prinzip ganz oben. Habt ihr das, den Schlafbereich oder einen der Schlafmöglichkeiten? Mhm. Wie viele Schlafmöglichkeiten habt ihr hier insgesamt und wie groß sind sie? Weißt du das? Ja, also du siehst es mit dem Schlafdach, wo wir gerade reinfilmen, dass wir dort dann auf 4 Schlafplätze kommen. Mhm. Du hast oben eine super große Liegefläche, deshalb ist das teilweise sogar zunehmend ein Thema für Paare, die alleine reisen, die sagen, ich bin sehr groß, ich mag aber kein 6,40 Meter Fahrzeug haben. Mhm. Ich finde das Aufstelldach als Alternative eigentlich sehr charmant, weil da hinten, da oben habe ich halt eine Liegefläche, die ist deutlich über 2 Meter, liegt etwa bei 2,05 Meter oder irgendwo so etwas, hat eine Breite von 1,30 Meter. Da kann man halt auch prima schlafen. Okay, das hört sich gut an. Ja, im Heckbereich? Heckbereich haben wir eine Schulterbreite von etwa 1,35 Meter. Gell? Das reicht auch aus, um zu zweit gut nebeneinander zu liegen. Wir sind in der Länge vom Liegen bei etwa 1,85 Meter. 1,85 Meter, okay. Ja. Mhm. Gut, da habt ihr natürlich die Isolierung ja an der Seite, die ist natürlich dann schon mal stärker und deswegen genau, ist das Bett auch kleiner. Das ist dem ein bisschen geschuldet. Genau, okay. Genau. Aber dafür ist er halt wärmer isoliert. Genau, beziehungsweise kühler im Sommer. Oder kühler im Sommer, genau, richtig. Aber wir haben keine Kälte und keine Wärmebrücken und das ist super angenehm. Prima, super. So, dann haben wir ja noch Schubladen, das schauen wir uns gleich nochmal alles an. Da führe ich euch, glaube ich, gleich einmal separat durch. Mhm. Waschbecken und Gaskocher. Ihr kocht mit Gas ja auch hier dementsprechend. Genau, und dieses Fahrzeug hat, hatte ich glaube ich vorhin gesagt, die Dometic Gasheizung und wir kochen auch mit Gas. Deshalb, das können wir uns nachher gerne mal außen anschauen, haben wir die klassische 2-Flaschen-Lösung. Wir kriegen 2x11 Kilogramm an Bord. Da zeige ich euch nachher, welche Lösungen wir uns da ausgedacht haben, wo die gut passen. Das würde auch passen, wir können auch gleich dahin gehen, wenn wir wollen. Dann würden wir da einmal rüber gleich flitzen. Das können wir machen. Aber danach würde ich gerne noch mal reinkommen, weil wir haben noch so viel mehr zu entdecken hier im Innenraum. Okay, das machen wir sofort. Ja? Ja, Volker, sag mal, die Anhängerkupplung hier, das ist doch bestimmt aufpreispflichtig. Was kostet denn die bei euch? Ja, sollte man glauben, aber einen Preis kann ich dir leider gar nicht nennen. Ach, nein, okay. Das ist wirklich die Idee bei uns mit dem All-Inclusive-Konzept. Ah. Wir merken das, wir kommen ja klassisch aus der Vermietung. Jeder unser Gast, wirklich jeder spricht uns an, möchte eine Anhängerkupplung haben, um seine Bikes mitzunehmen. Häufig E-Bikes, die zu schwer sind für die normale Hecktürlösung. Mhm. Deshalb möchte jemand einen Fahrradträger haben. Und daraufhin haben wir uns entschieden, unser Vika wird grundsätzlich mit einer Anhängerkupplung kommen. Ja, das ist ja klasse. Also wenn ihr im Prinzip einen Anhänger mal fahren müsst oder halt dementsprechend hier die Fahrräder hinten drauf packen müsst, kein Problem. Die sind serienmäßig. Genau. Ja, aber du hast eben gerade über den Gas, also über das Gasfach geredet. Ja. Cool finde ich erstmal sowieso, dass ihr das von hinten habt, weil viele müssen den Raum hier ausräumen, um dann an das Gasfach zu kommen. Das ist sehr, sehr unpraktisch und das ist hier auf jeden Fall nicht so. Aber was hast du hier Besonderes? Na, der Nachteil ist ja immer, wenn du von hinten lädst, dass du ganz schwer 2 Flaschen hintereinander hineinbringen kannst in den Stauraum. Richtig. Deshalb machen sich viele Gedanken über einen Schwerlastauszug. Und da wieder ein nächstes Beispiel bei unseren All-Inclusive. Wir haben von vornherein einen Schwerlasteinzug integriert. Ja? Da kannst du beide Flaschen reinstellen. Wow. Ein, zwei Flaschen. Wir haben von der Firma GOG, die ja auch schön hier auf der Messe ist, haben wir verbaut unseren Crash-Sensor und einen Gasfilter, damit du auch während der Fahrt deine Gasheizung betreiben kannst. Wenn du in sehr kalten Regionen im Winter unterwegs bist, ist es ja schön, auch den Innenraum permanent auf einer Grundtemperatur zu halten. Das stimmt. Das ist möglich. Habt ihr die Möglichkeit auch, weil ich sehe hier jetzt einen Gasanschluss für die Gasflasche, habt ihr die Möglichkeit auf 2 dort anzuschließen? Das heißt mit einer automatischen Wechselung? Oder? Ja, die Möglichkeit haben wir auch. Gut. Ist dann auch von der Firma GOG. Ist eine Duomatic. Das ist ein aufpreispflichtiges Extra. Okay, gut. Weil nicht jeder braucht es. Okay, das ist das geht toll. Eher, richtet sich an die Wintercamper, die nicht nachts wach werden wollen, weil es zu kalt wird. Richtig, deswegen frage ich. Und es ist ja doch dann ein bisschen blöd, dann nachts raus zu müssen, um die Gasflasche dann noch umzuschrauben. Genau. Prima. Hinten die der Heckbereich. Also ich habe gesehen, ihr habt hier Staumöglichkeiten. Ja. Und dann habt ihr da noch ein Fach.
oder ist das gar kein Fach? Nein, da siehst du gerade die Schottwand sozusagen. Du siehst jetzt, haben wir die komplette Durchreiche. Ja, aha, genau, schon okay. Erkannt. Aber oberhalb habt ihr ja, sozusagen... Ich kletter mal rein. Zack. Ach so. So ist das. Aha. Jetzt war der Riegel nicht vor, das ist eigentlich die Schottwand. Und gleichzeitig hat man ja trotzdem ab und zu mal die Situation, dass man auch vom Innenraum wieder reingreifen will. Also ja, ich lade ja ganz gern zum Beispiel meine Campingmöbel hier vorne rein und da hinten stehen dann zum Beispiel die Wasserflaschen oder so, die ich abends, wenn ich Durst kriege, halt mal rausholen will. Und dann brauche ich nicht aus meinem Camper rausgehen und hinten reinkriechen, um ans Wasser ranzukommen. Okay, das ist natürlich klasse. Mhm. Ja, jetzt hast du sozusagen noch einen Schlauch in der Hand, dazu kommen wir gleich. Also ich habe ja gesehen, ihr habt hier den Wasseranschluss bzw. den Wasserauffüllanschluss und dann gab es hier unten noch einen weiteren Anschluss. Da habe ich dich gerade gefragt, was ist das eigentlich? Und du solltest mir das, glaube ich, nochmal erklären. Denn ist ja eine coole Sache hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ihr kennt euch gut aus mit Kastenwagen. Viele Kastenwagenfahrer sagen, sie duschen eigentlich nie im Innenraum, ganz selten einmal. Und jeder möchte irgendwie eine Lösung haben, um außen zu duschen. Mhm. Und häufig gibt es die Lösung, dass du einen Schlauch durchs Badezimmerfenster nach draußen ziehen kannst. Das kennen wir alle, genau. Und dann immer reingreifst und das Wasser versuchst einzustellen. Mhm. Wir haben uns entschieden, auch als Serie grundsätzlich eine Außendusche anzubieten. Jawohl. Die habe ich hier gerade in der Hand. Ist ein ganz einfacher Bajonettverschluss. Ja. Kannst du reinstecken und einmal drehen. Und das Besondere an diesem ist sogar, es ist eine Mischbatterie. Also du kannst zwischen dem warmen und dem kalten Wasser wählen und dir die Temperatur einstellen. Und dann ja, draußen, ja, wenn du vom Mountainbiken zurückgekommen bist oder wenn du mal deinen Hund abduschen willst, das ist ja gibt's fantastisch. Ja tausend Ansätze. Natürlich ist das in Verbindung mit der Heizung. Das heißt, wenn ich kein warmes Wasser aufbereitet habe, geht das natürlich nicht. Genau. Genau. Aber dann, die Möglichkeit zum Duschen habt ihr drin trotzdem noch? Natürlich. Okay. Klar, wir super, haben trotzdem toll. Ganz normal eine Dusche im Bereich. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Auch mit einem schönen Wasserdruck, weil wir mit einer Druckpumpe arbeiten. Wir haben keine okay. Tauchpumpe, sondern eine Druckpumpe, die man so aus dem Segelsport eigentlich kennt, aus dem Yachtbau. Mhm. Und das ist richtig schöner Druck wie zu Hause auch. Das ist ja klasse. Ja. Ansonsten von außen noch eine Sache. Ihr habt eine Rückfahrkamera. Ja. Das sind zwei Linsen, habe ich gesehen. Das ist jetzt hier bei unserem Prototypen, die Serie wird eine Einlinse sein. Okay, gut. Aber hast du gut gesehen. Und ihr habt noch sonst serienmäßig auch eine Markise grundsätzlich. Ja, die ist grundsätzlich dabei bei uns. Prima. Dann schauen wir uns jetzt nochmal innen an. Wir haben uns nochmal ins Fahrzeug gesetzt. Ich habe gesehen, ihr könnt diese riesen Arbeitsfläche, die ihr eh schon habt, nochmal erweitern mit einer zusätzlichen Arbeitsfläche an der Seite. Ja, wer kam da auf die Idee? Das oder ist das nicht, einfach die so, Idee kam. Also, so von den Zuschauern oder beziehungsweise von den Leuten, die Fahrzeuge mieten? Genau, genau. Das sind klassische okay. Rückmeldungen von unseren Mietgästen, die bei anderen Modellen, die wir früher in der Mietflotte hatten, gesagt haben, oh, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Prima. Ganz einfach. Und so entstehen solche Ideen. Prima. Und dann habe ich noch gesehen, ihr habt ja echt robuste Scharniere und die Schubladen, die sind ziemlich robust. Wie kommt das? Was habt ihr da gewählt? Wir lassen die Fahrzeuge ja von Robeta in Slowenien bauen. Und Robeta ist in einer Sache richtig stark und das ist Möbelbau. Und da machen sich einfach auch keine Kompromisse. Die sagen, wenn wir einen Beschlag wählen, nehmen wir einen Industriebeschlag, der aus dem Küchenbau kommt. Wir haben hier eine kleine Eigentumswohnung, die permanent im Erdbebengebiet steht. Gell? Das heißt, wir können den auch wirklich permanent benutzen, diesen Van, und müssen nicht im Prinzip, ich sag mal, nach zwei Jahren fürchten, oh Gott, wir haben den im Dauerbetrieb betrieben und der fällt irgendwann mal auseinander. Wir haben sie ja im Dauerbetrieb, weil wir ja klassisch aus der Vermietung kommen. Und da können wir nach einem Jahr zu Fug und Recht sagen, die sind so unglaublich robust, die Fahrzeuge, was den Möbelbau angeht. Das wird merkst du auch beim Fahren. Also einfach klappert nicht. Knarzgeräusche, Klappergeräusche zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht vorhanden sind. Ach, das und ist toll. Und ich bin seit 20 Jahren Wohnmobilist und sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist wirklich toll. Das ist klasse. Hm? Ein Blick noch ins Bad, würde ich sehr sagen. Sehr gerne. Komm her. Und im Bad habe ich gesehen, ihr habt gar keinen Duschvorhang. Nein. Oder Jetzt muss ich mich ein bisschen verstecken. Genau. Nein. Brauchen wir den nicht? Nein. Wir brauchen ihn deshalb nicht, weil die Materialien absolut wasserfest sind, komplett und auch verfugt sind mit Silikonen, sodass uns kein Wasser hineinlaufen kann. Prima. Wir sagen, es geht einfach darum, Platz zu haben. Und ob ich einen Duschvorhang trocknen muss oder eine Schwenkwand abtrocknen muss, wenn ich hier drin dusche, dann kann ich auch die Sachen abtrocknen. Gut, und du hast glatte Flächen, das ist relativ einfach. Genau. Ansonsten noch ein Schwenk. Bad bzw. ein Schwenk Waschbecken habe ich gesehen und dann hast du einen großen Duschbereich. Dann hast du den großen Duschbereich, genau. Und hier sieht man auch wieder schön Möbelbau. Das ist halt eine echte Tür, ne? Und wow. Ja. Das ist natürlich klasse. Ja, mit echtem vernünftigen Griff und so weiter. Also es macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Sehr und du schön. Kannst ja sogar abschließen. Das ist ja selbst das kann man. Irgendwie ein witziges Gimmick, was ich noch selten gesehen habe. Da hast du vollkommen recht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Das ist stimmt. Cool.
Das könnte vielleicht sogar ein unique selling point sein. Das einzige Wohnmobil, wo du die Toilette abschließen kannst. Das ist eine coole Sache. Sehr schön. Sonst hast du viele Stauflächen, das habe ich gesehen. Da machen wir gleich nochmal schöne Fotos. Die blenden wir euch zum Schluss nochmal ein. Und genau. Was ist das? Nochmal eine Ablage? Ja, ich dachte, wir hätten jetzt alle Highlights schon gezeigt. Aber nein, hier ist noch eins. Manche Leute behaupten, das ist unser Bartresen. Wir haben einfach nochmal eine Schublade cool nutzbar gemacht, so als Toploader, dass man nicht nur irgendwie eine Fläche hat, um mal seine Nespresso-Maschine abzustellen, sondern auch darunter wirklich jeden Raum nutzt, der gut zugänglich ist, der tief genug ist. Ja. Deshalb. Aber Flaschen finde ich gar nicht so schlecht. Flaschen gar nicht schlecht, ne? Ja, ja, das ist eine gute Idee. Die muss nur gut gefüllt sein, weil sonst haben wir keine Klappergeräusche vom Möbelbau, aber von der Bar. Das ist richtig. So, wir stehen jetzt natürlich draußen nochmal vor dem Fahrzeug. Ihr habt eine Motorisierung. Die Grundmotorisierung ist bei wie viel PS? Die 140 PS-Version als Chassis Citroën Jumper. Okay, prima. Dann ist natürlich uns der Preis auch nochmal wichtig und vor allen Dingen die Lieferzeit. Mhm. Preis? Mit welchem Thema magst du anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Preis an. Der ist heiß. Der Preis ist heiß. Bei dem Vika 60, vor dem wir gerade stehen, haben wir einen Grundpreis. Wobei ich sage eigentlich gerne Grundpreis, weil es gibt ja nicht viel, wie wir ihn upgraden können. Ja, haben wir einen Preis, so wie ich ihn euch gezeigt habe, von 73.900 Euro. Und der ist voll ausgestattet sozusagen? Der ist in dem Sinne mit all den Dingen, wo wir sagen, das ist sinnvoll zum Reisen ausgestattet. Ja. Prima, genau. Und dann haben wir natürlich die Lieferzeit, weil Lieferzeit ist ja immer sehr, 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 sehr lang. Wie sieht das da bei euch aus? Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen von anderen Marken. Wir haben einen sehr guten Vorlauf an Fahrzeugen. Das heißt, wir sind da ins Risiko gegangen und haben viele, viele Chassis bestellt. Wir sagen als Lieferzeit, ein bisschen kommt es darauf an, ob ein Vika 60 oder 64 mit Aufstelldach, ja, nein, so von 8 bis 16 Wochen maximal. Und ihr habt gestern einen verkauft, hast du gesagt? Genau, gestern, ganz stolz, haben wir unseren ersten Vika verkauft hier auf der Messe. Glückwunsch. Und Dankeschön, wir freuen uns auch sehr drüber. Und da haben wir ein passendes Chassis im Vorlauf gefunden, das sehr kurzfristig lieferbar ist. Der Kunde kann sich darauf freuen, in 4 Wochen sein Auto zu übernehmen. Also Leute, es macht wirklich Sinn. Schaut vorbei, schaut euch die Vans an und wenn ihr Glück habt, habt ihr super kurze Lieferzeiten und der Van, wo ihr euch super drauf freut, ist natürlich auch sehr schnell da. Ihr habt jetzt wirklich so viele Informationen bekommen zum Vika 60 und allgemein Vika Vans. Und ihr wisst es, wir haben jetzt Januar. Das heißt, jetzt ist die Zeit zu planen, was mache ich für Urlaubsziele, wo will ich hin. Da ist die CMT ja ideal, weil in Halle 4 und in Halle 6 habt ihr ja die Reiseziele. Und ihr habt es gehört, 4 Wochen im Idealfall, 16 Wochen im Worst Case, im Wurstkäse, also wenn ihr nach hier im Schwabenland, kann man ja Käse ruhig sagen. Ist ja auch nicht das ist sehr nix. Lang. Und ihr könnt wirklich sagen, ihr könnt theoretisch in Halle 4 eure tolle Reise planen und dann geht ihr in Halle 3 und kauft euch einen Vika und ihr habt einen wunderbaren Urlaub 2024. Genau. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Und ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch ganz viele Bilder eingeblendet, wo ihr richtig tolle Szenen dazu seht. Das Fahrzeug im Grunde noch mal richtig erkennen könnt. Und wir sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been.